Die Feder in eurem Federbein, die führt so das ein oder andere Eigenleben. Ist relativ unspektakulär und die meisten wissen relativ wenig Bescheid darüber. Die Feder kann aber durchaus das ein oder andere Problem im Fahrzeug, im Motorrad reinkriegen. Und ein Problem, was die Feder macht im Laufe ihrer Lebenszeit, das besprechen wir heute, bleibt am besten dran, das ist ein sehr spannendes Thema, der eine oder andere hat das vielleicht noch nicht gehört. Bis gleich. Die Federrate wird angegeben, also eine Feder in der Federstärke wird angegeben in der Federrate und die wird angegeben in Newton pro Millimeter. Und das heißt, ein Newton pro Millimeter ist ungefähr 0,1 Kilo. Das kann man relativ genau mit einem Faktor 10 umrechnen. Und somit haben wir bei einer 100 Newton Feder theoretisch, brauchen wir 100 Newton für einen Millimeter Einfederweg. Und in dem Fall wären das auf 10 Millimeter 10 Kilo. 100 Kilo. Also bei einer 100 Newton Feder brauchen wir 100 Kilo, um die Feder 10 mm einzufedern. Das in dem Fall ist hier eine 90er Feder, also keine 100er, sondern eine 90er. Standardmäßig ist bei Öhlins die 90er Feder bei der Yamaha R1 ab Baujahr 2015 verbaut. Diese Federn haben eine gewisse Lebensdauer, weil so eine Feder hat unter anderem zu der Eigenschaft, dass sie immer in ihren Ursprung zurück will und immer die Energie, die sie quasi aufnimmt, auch gerne wieder abgibt. Auch die Eigenschaft, dass sie sich ihr Leben lang setzt. Also die wird ihr Leben lang schwächer und immer auch einen Tacken kürzer. Je nachdem, wie lang sie lebt und vor allem wie lang oder wie viel sie in dieser Zeit belastet wird. Wenn wir ein Federbein reinkommen, bekommen von einem Kunden zum Service oder zum Setting ändern oder zum Verbessern des Federbeins, haben wir auch die Aufgabe, die Feder zu messen. Und dafür gibt es so eine Messwaage hier, mit der wir quasi die Federrate exakt bestimmen können. Und jetzt zeige ich euch mal ein Beispiel, warum diese Feder von uns ausgetauscht wurde in eigentlich dieselbe Federrate wieder, aber nur in neu. Also wir haben hier eine 90 Newton Feder, also wir brauchen 90 Kilo für 10 mm Einfederweg. Das können wir mit dieser Federwaage messen. Wir haben quasi hier auf der rechten Seite haben wir eine Wagenskala, die Anzeige der Waage. Und wir haben hier im Endeffekt ein Hubmännchen, das uns die Feder einfedern lässt. Und auf der anderen Seite hier links haben wir quasi einen Messschieber, der uns dann genau zeigt, wie weit wir eingefedert sind. Jetzt bringe ich die Feder mal auf eine Vorspannung von 3 mm, dass man, weil die ersten 3 mm ist die Feder relativ unaussagekräftig. Federn wir die mal 3 mm ein und dann nullen wir quasi die Waage und auch den Messschieber. Und jetzt da federn wir tatsächlich 10 mm exakt ein, um zu bestimmen, was die Feder noch an Leistung hat oder an Kraft. Leistung ist eigentlich der falsche Ausdruck dafür. 8 mm, 9 mm und knapp, nicht drüber springen. Zack, 10 mm. Ah, 10 mm. Ja gut, das Hundertstel können wir uns schenken. So, und jetzt sind wir bei dieser Feder bei 87 Kilo für diese 10 Millimeter Einfederung. Das heißt, der Feder fehlen jetzt irgendwo 3 Kilo. Und das ist einfach dem Faktor Zeit geschuldet oder dem Faktor Kilometer geschuldet und dementsprechend schwächt sich die Feder im Laufe der Zeit. Federraten schwanken von Haus aus ein bisschen. Also auch eine neue Feder muss nicht immer in dem Fall 90 haben. Es kann auch sein, dass die 91 oder auch 89 hat oder so. Also das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Deswegen messen wir auch neue Federn immer nach, weil es sein kann, dass eine 100er Feder manchmal ein bisschen nach unten streut oder vielleicht auch ein bisschen nach oben streut. Und manchmal will ich vielleicht eine Federrate zwischen zwei Federraten, die vom Hersteller angegeben werden. Und deswegen suche ich mir die richtige raus, die ich gern haben will. So, jetzt sieht man schon, okay, die Feder lässt jetzt auch nochmal nach. Jetzt sind wir schon bei 86,5, das heißt, die Kraft lässt dementsprechend nach. Jetzt können wir uns noch gegenprüfen und können die Feder weiter einfedern. Sprich, wir schauen die Linearität, wir können jetzt über den kompletten Federweg theoretisch die Feder einfedern, aber jetzt gehen wir mal hoch auf 20 mm und schauen mal, wie viel das sie bei 20 mm noch an Kraft leistet. Zack, zack, zack.
20 mm. Jetzt sind wir bei 175,5 Kilo. 180 würden wir brauchen in Theorie bei der 90er Feder. Von dem her fehlt es linear überall ein bisschen. Also wir können jetzt theoretisch noch weiter einfedern. Wir können jetzt auch auf 30 mm einfedern und schauen, inwiefern dass sich die Linearität verändert. Das kann man dann auch auf eine Skala bringen und dementsprechend notieren, um einem Kunden, der einen Service, einen Federbeinservice bucht, zu zeigen, hey, deine Feder hat die und die Linearität und so weiter. So, dann sind wir jetzt bei 264,5 Kilo. Das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich 170 Kilo, 270 Kilo, jetzt fehlen 6 Kilo. Also es fehlt einfach linear immer so ein Stepwide, was dafür sorgt, dass das Motorrad mit einer eventuellen zu soften Feder einfach tendenziell einen Tacken zu tief steht. Speziell an der Hinterachse ist es ein Problem, weil wir viel auf der Hinterachse sitzen oder mehr im Bereich der Hinterachse sitzen, anstatt auf der Vorderachse. Dementsprechend ist es im Verhältnis viel empfindlicher, wenn es hinten nicht stimmt, als wenn es vorne nicht stimmt. Deswegen sollte man es immer beim Federbeinservice oder beim Fahrwerkservice einfach berücksichtigen. Und ihr könnt natürlich auch jetzt hergehen und könnt eure Federn checken. Und im Laufe der Zeit, wenn euer Moped 15, 20 Jahre alt ist und da die erste Feder drin ist, auch noch eine originale, dann wird diese Feder, die von Haus aus vielleicht schon ein bisschen zu schwach war, weil das Motorrad hauptsächlich für die Straße konzipiert ist, auf der Rennstrecke vielleicht auch andere Kräfte wirken und auch notwendig sind, dann kann man das auch durchaus mal checken, ob denn die Federrate überhaupt noch dem entspricht, was es vor 20 Jahren mal war. Meistens ist das nicht der Fall. Wir ersetzen beim Federbein-Service auch die Federn durchaus hin und wieder. So, ich denke, das war für den einen oder anderen ein bisschen interessant. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr das gewusst habt. Wir haben für euch, wenn ihr noch mehr über das Thema Fahrwerk wissen wollt, neue Fahrwerkseminar-Termine auf unserer Homepage online buchbar. Da sitzen wir einen ganzen Tag zusammen und sprechen von der Feder bis über den Stoßdämpfer. Was ist ein Highspeed? Was ist ein Lowspeed? Was ist ein Shimstack? Wie verändert sich das im Verhältnis zu den Klicks? Und. Was kann ich machen, wenn mein Motorrad weit geht? Was kann ich machen, wenn mein Motorrad hinten pumpt? Was kann ich machen, wenn meine Reifen aufreißt? Die ganzen Fahrwerksfragen, wo man in vielen Facebook-Gruppen ganz, ganz witzige Sachen liest, vor allem aus meiner Perspektive, werden hier besprochen. Und der eine oder andere von euch war schon bei uns da. Der kann sich gerne in die Kommentare unten mal bei uns melden und kann liebe Grüße da lassen. Wir sind natürlich happy, dass schon so viele da waren und freuen uns auch auf viele andere von euch. Also, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Teilt das Video gerne mit euren Freunden. Abonniert auch gerne den YouTube-Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.